Leute, wenn man den Leaks Glauben schenken mag, soll Season 17 einen richtig fetten Abschluss bekommen. Das aktuelle Event ist zu Ende gegangen mit dem Mid-Season-Update und eigentlich sollte dort der Solo-Modus kommen. Und Season 17 soll laut Leaks einen richtig fetten Abschluss bekommen. Wir sehen hier nochmal sämtliche Skins im Hintergrund, die wir im kommenden Collection-Event rund um den Valkyrie Prestige-Skin bekommen. Ich lasse es absichtlich nochmal durchlaufen, denn dieses Collection-Event soll den lange ersehnten, und jetzt sehe ich hier gerade, dass mein Logo in der Luft hängt, soll den lang ersehnten Solo-Modus für zwei fette Wochen bringen. Und wir können nur hoffen, dass, wenn es dann tatsächlich auch passiert, es vielleicht in Season 18, wenn es gut ankommt, in die Mixtape-Playlist mit reingefügt wird. Und ich möchte jetzt nochmal für alle, die nicht mitbekommen haben, was der fette, geile Solo-Modus eigentlich für Regeln mit sich bringt, blende ich das nochmal ein. Ich gehe nicht alle Regeln, alle Abilities und so weiter durch. Ich möchte aber grob erzählen, was uns der Solo-Modus bringen soll. Es wird auf jeden Fall ein Limited-Time-Modus. Es wird nicht wie in Season 2 war es, glaube ich, das Iron Crown Event, wo wir erstmalig und letztmalig leider für zwei Wochen den Solo-Modus hatten. Der Solo-Modus hatte dieselben Regeln wie ein ganz normaler Battle Royale Duo oder Trios-Modus, aber hier mit speziellen Regeln. Wir starten natürlich Solos. Wir können jede Legende wählen, wie wir wollen. Wir haben aber keine Abilities. Wir können nichts wählen. Kein Grappling Hook, keine Lifeline-Drohne, nichts. Nothing. Wir bekommen aber für die Legenden im Laufe des Spiels finden wir Perks für unsere Abilities oder dass wir eben Abilities wählen können. Achtung, und jetzt kommt nämlich der Haken. Jede Ability, die wir finden, gibt uns einen Buff, aber gleichzeitig auch einen negativen Effekt, einen Debuff. Und das ist sehr, sehr interessant. Wir finden auch kein Loadout. Wir starten am Anfang einer Runde mit einem random Loadout. Das ist nicht für jeden Gegner gleich. Jeder hat ein anderes Loadout mit verschiedenen Aufsätzen und so weiter. Und wir können Waffen nur wechseln aus Deathboxen von Gegnern, die wir selber, Achtung, ganz wichtig, die wir selber getötet haben. Wenn ich woanders eine Deathbox finde, wo ich nicht dran beteiligt war, kann ich dort auch keine Waffen rauslooten. Und auch für die Waffen finden wir Perks. Und auch hier ist es so, es gibt einen positiven Effekt, es gibt aber auch einen negativen Nebeneffekt. Ansonsten keine Regeln. Jede Runde wird irgendwie anders. So wird es beschrieben. Und das sind Regeln, die ich unglaublich fantastisch, faszinierend und mega, mega geil finde. Und deswegen hoffe ich ganz, ganz doll, dass tatsächlich Mitte, Ende Juli, ich glaube so um den 22. Juli dürfte es soweit sein, ich weiß es jetzt nicht mehr ganz so genau, das Datum, sollte das Collection-Event rund um den Valkyrie Prestige-Skin starten und tatsächlich der Solo-Modus. Es wäre auf jeden Fall mal ein Schritt in die richtige Richtung und vor allen Dingen, das hat Respawn auch gesagt, laut Gerüchten, wenn das gut ankommt, können wir davon ausgehen, dass der Solo-Modus auch in die Mixtape-Variante mit reinkommt. Und auch da wird es Zeit für frischen Wind, weil dauerhaft Team Deathmatch, Kontrolle und Gunrun wird mit der Zeit auch langweilig. Und in Season 18 muss ein bisschen was passieren, weil Season 17, müssen wir nicht weiter drüber reden, nicht ganz so geil angekommen, aus sehr vielen besagten Gründen, die wir alle wissen. Ladies and Gentlemen, ich bin auf eure Meinung gespannt. Was sagt ihr zum Solo-Modus? Was sagt ihr zum Prestige-Skin? Ich verbleibe mit freundlichen Grüßen und wünsche euch noch einen geilen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.